dass wir hier mit dem Knie so auf den Solarplexus kommen. Das Schienbein, das liegt hier auf den kurzen Rippen an, das Knie auf dem Solarplexus. Der Fußballen kann auf dem Boden sein oder kann hier in der Luft an seiner Hüfte sein. Ist beides erstmal okay. Ist der Fuß in der Luft, habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Gewicht hier auf dem Oberkörper. Dadurch, dass wir hier in den kurzen Rippen sind und auf dem Solarplexus, ist das für den unten schon auch unangenehm und vom Atmen schwierig. Und wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt fast 70 Kilo wiegt wie ich, dann ist das für den unten schon unangenehm. Und jetzt ist noch wichtig, dass ich hier das Bein in einer stabilen Position habe. Das könnt ihr gestreckt halten. Ihr könnt es ein bisschen anwinkeln, es ist nur wichtig, dass der Fuß nicht hier dicht dran irgendwo ist. Erstens, man sieht es am Gesicht, ne, jetzt ist es schon wieder glücklicher, das Gewicht geht weg. Zweitens, der kann das hier greifen und mich umschmeißen und ich kann relativ schlecht was dagegen machen. Nur hier bin ich gegen das Umschmeißen in die Richtung ganz gut gesichert durch das Bein. Ich muss ein bisschen den Unterleib hier schützen, das heißt für mich macht das Sinn, mit der Hand hier da entweder zu beschäftigen, hier ein bisschen unter Kontrolle zu halten oder hier zu ziehen. Es geht natürlich nochmal wieder gut, wenn wir da Kleidung haben. Da gehen wir drauf ein. Also wenn ich den hier habe und hier lang ziehe, ne, dann ist das in Unterleibschlagen schon mal gebremst. Und hier ziehen, da drücken, das ist für den da unten, man sieht es wieder am Gesicht, auch ein bisschen unangenehm. Haben wir Kleidung, kann ich hier noch in den Kragen greifen, habe ich keine, kann ich hier noch ins Genick greifen. Und auch wieder am Gesicht zu sehen, für mich ganz günstig. Der Fairness halber noch einmal ganz kurz, du bei mir. Und wenn ihr einen Partner habt mit passender Kleidung, könnt ihr aufziehen, genau. Oder jetzt zieht hier schön, zack. Und hier noch einmal schön spannen. Ja, wichtig ist, dass der andere gesagt hat, schön Gewicht auf das Knie. Ja, ihr könnt auch ruhig, ihr seid ja schon ein bisschen stabil, auch das Knie ein bisschen anziehen, dass die Spitze oben drauf ist. Ja? Keine, ich pinne den da jetzt fest und halte mit aller Kraft auf Ewigkeit-Position. Sondern die Priorität in der Position ist, dass wir hier sehr gut jederzeit aufstehen können, dabei wenig leicht getreten oder an den Beinen irgendwie verhakt werden können, sehen, was hinter uns ist. Das sind eine Menge Vorteile, aber es ist keine magical, löst alle Probleme Position. Dafür hat man nicht ganz, ist der andere nicht ganz so eingeschränkt in der Bewegung. Aber, wie vorhin auch bei der Bewegung, können wir das so ein bisschen ausgleichen. Der Gedanke ist so ein bisschen wie beim Surfen. Die Wellen bewegen das Surfbrett und das können wir nicht verhindern, da können wir nicht gegenhalten, sondern wir müssen ein bisschen uns anpassen, drauf surfen. Also wenn jetzt mein Partner zum Beispiel sich nach da anfängt zu drehen, dann müssen wir einfach ein bisschen nachrutschen. Wenn er sich zu mir hindreht, ne, dann rutsche ich hier ein bisschen nach. Wenn er sich rollt, ne, dann kann ich hier einfach dranbleiben. Wenn er sich weiter rollt, machen wir das Ganze einfach auf dem Rücken erstmal. Nur währenddessen haben wir die Möglichkeit hier zu schlagen oder jederzeit wieder ganz runter zu gehen. Dann haben wir natürlich mehr Kontrolle. Aber von hier aus können wir eben sehr gut jederzeit sagen, oh Mist, da kommen noch welche. Ihr seid wieder oben. Also, ist nichts ganz Statisches, sondern wenn der Partner unten jetzt anfängt, sich zu bewegen hier, dann muss man sich ein bisschen mitbewegen und hier auf den Partner surfen. Es ist nicht schlimm, dass er sich bewegt, solange wir uns hier mitbewegen, dranbleiben. Wenn uns das irgendwann zu doll nervt, können wir halt auch sagen, ihr halt still. Oder halt runtergehen und wieder mehr Kontrolle ausüben, wenn die Umgebung das zulässt.